Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyblock Map, also Minecraft Skyblock Map. Ja, leider wurde in dem Part meine Stimme nicht aufgenommen. Ich wollte jetzt irgendwelche Scherze machen, dass Neax24 keinen Bock hatte zum Reden, aber naja, ich habe da leider was falsch eingestellt und das übersehen und dann irgendwann gemerkt, oh, der hat meine Stimme nicht aufgenommen. Leider ging das bei einer anderen Aufnahme genau dasselbe Problem. Irgendwie habe ich da aus Versehen vergessen, auf Speichern zu drücken. Und dann hat er meine Stimme dann auch nicht aufgenommen. Naja, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Und ja, ich schaue jetzt, wie ich das schneiden werde. Die Begrüßung mache ich, wie gesagt, meistens sowieso später. Was ich hier gerade auch natürlich tue. Weil sonst... Wenn ich hier eine Begrüßung gemacht hätte, was glaubt der Fall damals war, dann hättet ihr die jetzt sowieso nicht gehört. Also viel Spaß beim Schauen und ja, ich werde viel Spaß beim Schneiden haben. Hier gibt's welche. Was ist mit den Drachenköpfen hier oben eigentlich? Da hätte ich mal vorher fragen sollen. Die sind Deko. Deko. Die sollen eigentlich aufgebaut werden. Unten im Schiff drinnen. Darf man sich die Drachenköpfe mitnehmen oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Ach, verdammte Scheiße. Oh, das war zu hoch. Folgen Sie mir an den Laderaum. Ja, Bollo. Ach, das hast du gemeint. Ja, das Weizen kannst du mitnehmen. Könnte man, ja. Ja, sie geht in die richtige Richtung. Rüber auf meine Insel wurde jetzt, also von der Hauptinsel auch rüber auf meine, dann auch auf meine Fläche. Ich guck schon in die richtige Richtung, Anna. Ab in den Kerker. So. Ja, ihr wollt mich nur einsperren, ne? Genau. Theoretisch wäre das sogar möglich hier drin. Neax. Die beiden haben sich draufgestellt, jetzt kannst du hier rein. Guck doch mal nach. Achso. Genau, da sind. Die Leer. Hä? Wie? Warum ist die war nicht leer. Und zu dritt war ja auch noch niemand. Da hat jemand ab. Na super. Regeln und so. Gucken wir mal, ob das... Also gestern war... Ja. Gucken wir mal, ob das... Ja. Na gut. Dann gehen wir mal rüber. Dann gehen wir mal rüber. Weiß wieder dann. Es gibt noch einen Zwei-Spieler dann. Nee, hier jetzt nicht, glaube ich. Nein. Die ist im Labyrinth. Ach, das ist... Ja. Ja. Ich hoffe, dass hier ab und zu mal was spawnt, aber das ist mir selten der Fall irgendwie. Oh, da ist einer. Oh ja, hier unten. Ja. Ja. Ach, da sind zwei auch in der Truppe. Mhm. Oh, ich hab einen Dreizack. Huhui. Aber kann man jetzt Spawner bauen? Im Kreativ schon, ja. Ja. Ich auch. Geht das? Nee, ganz normal im Kreativ kannst du einen Spawner dann machen. Aber nicht im Survival. Klar.
an der Stelle habe ich mich halt gewundert, dass man jetzt einen Spawner im Kreativ bauen kann. Mystic hat ja diese Map gebaut, also diese Welt. Und ich habe mich gewundert, dass er Spawner hinsetzen konnte. Weil damals, als ich eine Skyblock-Map gebaut habe, wo der Boden einfach nur Lava ist, kennt ihr das Spiel, Boden ist Lava, da gab es eben diese Funktion noch nicht. Also ich habe da nie einen Spawner gefunden. Ich habe ja das ganze kreative Sortiment durchgeschaut und damals habe ich sowas nicht gesehen. Naja, jedenfalls ist es schön, dass es diese Funktion gibt, weil die bringt uns echt weiter. Wir brauchen nur einen. Also ich muss ganz... Vielleicht hier unter uns eine Höhle generiert oder so. Wobei ich eigentlich... Ich habe eigentlich Seen eingestellt, nicht Höhlen, aber gut. Vielleicht gibt es ja einen See, der irgendwie oben abgeschlossen ist oder so. Das kann schon sein. Wahrscheinlich die Map. Tja, zwar ein Sattel, aber das Ding ist ziemlich lahmarschig. Das fährt jedenfalls. Ach, ja, durch die Mitte so gehen es nicht immer sehr so ein Flug. Egal. Ich will dein Helm, ich will dein Helm, ich will dein Helm. Nein! Oh, ich bin fast tot. Oh, ich bin... Oh, du rüstest das echt schnell. Ja, ich komme nicht weiter. Arm Ed Mariana. Ich brauche eher die Federn von euch Biestern, jawoll. Na, wie gut, dass ich Anna nicht schlagen kann. Wahrscheinlich, ja. Okay, da ich den Dungeon kenne, würde ich sagen, ich mache die Tür auf und ihr beiden steht hier dran. Gib mir deinen Helm, ich geb dir meinen. Ja, und wie sagt man, ob ein Druckknopf dauerhaft gedrückt bleibt? Den man mit dem Pfeil. Und einer muss halt vorne stehen bleiben, damit die Tür offen bleibt und nicht wieder zugeht. Soll ich jetzt alles mitnehmen und heilen dann, oder was? Würde ich sagen, ja. Ich baue das. Warum muss ich?
eigentlich dafür gedacht, damit wir es dann benutzen können, weil wir bringen sonst nicht viel. Könnt ihr mitnehmen, ja. Geht nur einer, ja. Ich hab einfach... Glück gehabt. Ah. Du machen. Nur. So. Und wer hat das Zauberbuch von euch beiden? Okay. Ja. Und Anna dürfte jetzt noch ein schönes signiertes Buch gefunden haben. Ja. Und da steht was. Da steht auch was drin, ja. Die haben... Sie kriegen das, wenn sie es einlösen, wenn sie das Buch vorher in die Lava schmeißen. Nein. Ich hab das Buch in die Lava geschmissen. Du musst die Lava schmeißen und schnell genug wieder aufsammeln, bevor es kaputt geht. Die Lava schmeißen. Sie müssen sie schnell genug aufsammeln, bevor sie verbrennen. Ach ja. Kann schon sein. Wollte nicht gestern jemand Kürbissamen und so haben? Habe ich gekriegt. Ja, ich habe jetzt auch welche. Okay. Wo bist du denn schon? Hat sich tatsächlich nicht gelohnt, die Reise um die Karte. Ja. So, ich irgendwo ein was. Ja, bei Anna. Dance, I don't dance with somebody, you know somebody. Noch gar nicht. Ich schon. Ich schon. Wieder hoch. Ja, was? Ah doch, da war ich. Ja, ist der auch auf Max Level? Ich hoffe. Jawohl, ist er. Sehr gut. Ja. Ja, Anna hat das gemacht. War ja ihr Tisch. Fehlt noch das Ding hier. Ein Baby zum genau hier. Ach so, doch nicht, ich bin getäuscht. Ja, ich hab was zum Feiern mitgebracht. Guten Morgen.
Also ach, schon wieder was in haben? Die... Ich glaube, das Nutzzeug schon wieder... Ich glaube schon, ja. Den muss man selber machen, ja. Ja, das Nieder-Portal steht hier. Wie gesagt, das... Anna! Was steht denn in deinem schönen verzauberten Buch drin? Guck ich mir an, so ver- brauche ich das, was da drauf steht? Du brauchst das, was drin steht. Ja, mit Koordinaten. Koordinaten. Ja. Und dann guck dir mal an, wie das, wie das, der Titel des Buches heißt. Was heißt? Wie das Wasser? Du hast ja jetzt die Bücher und da steht was drinne. Ja, da steht was. Aber ich kann damit anfangen, denn ich habe keine Karte. Ach so. Hier, dann leih dir, meine dafür. Ich wollte gerade sagen, das ist meine, dafür machen wir halbe halbe. Ah, so sieht das also aus. Schweinefleisch. Recht den meisten. Ja, mal so einen Dreh. Mach die Karte doch in die linke Hand. Geht gleich los. Ich muss erstmal hier meine ganzen Nachrichten lesen. Von was? Yep. Tatsächlich ist Slime war wirklich noch. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Darf ich mir von dir ein Zuckerrohr stibitzen? Natürlich. Dankeschön. Brauche ich das nämlich nachher auch an. Na, verschiedene halt. Steht da. Schaufel. Schaufel und Schaufel 4. Ah, nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Schaufel. Ja, aber da steht aber Schaufel, Fragezeichen. Vielleicht brauche ich 4 Schaufeln. Vielleicht müssen ja 4 Leute buddeln. Vielleicht ja, braucht eine Schaufel, um irgendwie über den Kopf zu ziehen, damit das Leiden hinter sich hat. Ich sag mal so. Ich sag mal so, das eine Buch ist für Anna selber hilfreich, das andere Buch ist für alle hilfreich. Okay. Also Schaufel 4. Ja. 4 ist eher für die Gemeinschaft. Also wo keine Frage dabei ist, ist eher für dich speziell alleine. Okay, aber ich teile trotzdem. Also jedenfalls muss ich erstmal gucken, was. Ich muss jetzt nur warten. Ich gehe mal gerade meine Diaspitzhacke holen. Ich habe das Gefühl, ich habe die entweder verloren oder ich habe die bei mir in der Kiste. Ich hoffe, ich habe sie in der Kiste. Ich habe alles wieder aufgesammelt. Ja, aber schwierig. Oh, okay. Oh, Mann.
Ich weiß nicht, wohin ist mein Handy. Da unten ist ein Typ mit Rüstung, glaube ich. Gewesen. Ich war da meine ich jetzt eben zusammen mit Helden. Oder er ist despawned. Ah ne, der will wirklich nur 14. Ich schäme mich doppelt. Ja. Als wir 1 Mark kriegt ihr 5 Schweine. Oder gebratenes Hühnchen. Warte, Anna, ich komm mit dir. Jetzt sehe ich die Koordinaten. Mit Schippel. Was mit Schimmel? Ein Zombie mit Schippel. Oh. Wenn er die Schippe droppt, würde ich da einknallen. Nee, leider nicht. Ich schmelze gerade eine Brustplatte rein. Ja, ich habe vor einen Beutel. Ich bin auch angeschmolzen. Die andere Seite. Können wir jetzt immer rüberschießen. Das ist immer lustig. Ping-Pong, Ping-Pong. Ja, wir haben ja Rückstoß auf dem Schwert, da passt das ja. Ja, das war auch lustig. Wir haben ja sowas ähnliches, nur nicht ganz so groß. Ping. Anna, den Einsatz. Ping. Ping. Ja, jetzt auch in HD. Ping. Ey, lass mich mit dem in Ruhe. Irgendwie klappt das nicht so wie aha. Nee, das mit dem Spawn ist ja okay, aber eigentlich sollte das Wasser hier rausspülen. Muss ich nochmal anders machen. Ich habe keine Blöcke dabei, das geht jetzt nicht. Hallo. Ja, hättest du sonst gefunden? Es war ja kein Loch da vorher. Ja. Ja, es waren nur die Koordinaten. Ja, deswegen, ja. Ping. Pong. Ping. Na gut, wenn ich am mal mit dem Kompetenten näher komme, dann baue ich das ein bisschen anders, das wird die wirklich schön.
Ja, aber das war ja nicht so eine Sache. Man sollte das dann nur finden, wenn man das Buch gefunden hat. Und das kriegt man nur aus dem Beispiel dann. Also das kann einer alleine nicht finden. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Bücher verpickt. Eins habe ich gestern nachgesehen, wurde schon gelotet. Dann habe ich das gefunden und mindestens ein weiteres Buch gibt es noch. Ja, liebe Leute, das Beste war noch, ihr habt ja den Speicherpunkt gesehen, den letzten. Das ist auch der letzte, den es gab, denn danach hat das Spiel leider nicht weiter gespeichert. Außerdem ist der Server dann noch abgestürzt. Wir haben dann zwar nochmal weiter gespielt, aber in der Zeit, in etwa 1,5 Stunden oder so, wurde nie weiter gespeichert. Ja, ich habe da noch einiges gebaut, da diesen einen sogenannten Monster-Spawner beziehungsweise einen Ort, wo halt Monster oben spawnen sollten und dann halt runtergeschwemmt werden und runterfallen. Das ist auch dieses Ding, das auf meiner Insel so hoch geht, aber das werde ich auch in einem anderen Video genau zeigen. Ich habe das 4-5 Mal umgebaut und nochmals gebaut und was auch immer und ja. Leider funktioniert dieses Ding so oder so nicht so, wie ich möchte. Naja, das war es jedenfalls, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hat mich zwischendurch ein bisschen verstanden, weil bei der Hannibal man mich doppelt gehört hat, aber komischerweise hat man sie meistens sogar schlechter verstanden als mich. Aber irgendwann habe ich dann das ausgeschaltet. Deswegen hat man mich dann nicht mehr gehört und auch sie nicht mehr. Ja, macht's gut, liebe Leute, und bis ein andermal. Tschüss!